Kapitel 12 – Ein besseres Leben. Amicia? Mama? Ja, Amicia? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Wo seid ihr? Und wenn ich denn endlich mal sprechen durfte, wo lieber Hugo? Wo sind denn nur alle? Ich kann noch eine halbe Stunde warten, bis der Kleine zu Ende gesprochen hat. So, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass unsere Mutter bzw. die Mutter der beiden Kinder ermordet worden ist. Und jetzt sind wir hier mit dem doch sehr ja, durch den Wind geratenen Hugo unterwegs. Können auch leider nicht laufen. Ich liebe es, wenn man lange Gänge entlang schleichen muss in Spielen. Nichts passiert. Man irgendwie das Ganze mit Reden, mit sinnlosen Reden vor allen Dingen überbrückt. Und ja, man noch nicht mehr laufen kann. Aber ich liebe trotzdem dieses Spiel, muss ich dazu sagen. Also die Grafiken, naja, ist nicht so super duper. Ich meine, ich habe es ja gemerkt bei Uncharted zum Beispiel, das war doch nochmal ein wesentlicher Unterschied, als ich den neuen PC dann dran hatte. Aber ja, bei A Plague Tale merke ich es jetzt nicht so. Mal schauen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder alleine bei den Gegnern vorbei. Das finde ich nicht gut. Das hatten wir nämlich schon mal in Teil 1. Und da habe ich es auch gehasst. Wenn ich irgendwie alleine mit denen unterwegs war. Da hinten ist eine Tür. Die ist offen, so wie es aussieht. Und da ist ein Gang. Ich nehme an, dass wir durch den Gang durch müssen. Deswegen gucken wir als erstes mal hier bei der Tür. Ist sonst auch nichts. Ja. Da jetzt keiner durchgelaufen kam. Das war jetzt wahrscheinlich alles. Schön, wenn wir mal wieder nicht laufen können. Oh, aber ganz ehrlich, das geht mir so auf den Sack bei solchen Spielen. Man möchte ja eigentlich durch die Gegend, ja, oder anders gesagt, schneller vorankommen. Oh, mein Kopf. Ach, das ist doch das, wo wir mit Amicia vorbeigegangen sind. Oha. Ist das ein Traum? Nein. Oha. Das ist echt. Wobei ich nicht weiß, da ist jemand. Warum die Tür jetzt offen ist, weil wir hatten sie ja abgeschlossen. Ich hoffe, aber da ist jemand, hat sie gesagt. Ich schätze, das wird jetzt nicht so gut enden. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Victor, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Victor, bring ihn zurück, bitte! Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die du bessere brauchst Mutter. Mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Ja, ja, ich weiß gerade nur nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. Scheiße. Nee, RT, okay. Hallo, RT. Sie wollen Blut. Beschützt die Gräfin um jeden Preis. Hier ist dein Blut. Fressen für die Ratten. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim. Ach so, ich kann nur Wellen aussenden. Okay. Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn. Sie wollen nur sie. Still. Ihr werdet alle sterben. Nein, Hugo. Nein, das ist kein Fehler. Schlampe. Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Du hast unsere Mutter getötet! Umzingelt sie! Für die hellen Tage! Ja, holt noch mehr Männer, die ich töten kann. Es funktioniert! Es kommt noch mehr Ratten! Lass ihn!
Ja. Wir wollen Blut. Ja, euer Blut. Verliert die Kontrolle. So, nein, doch. Tut er nicht. Oh, wieso kann ich das nicht machen? Hallo. Wo kommt der jetzt her? Ja, so viel dann zu den Ratten. Wo kamen die denn jetzt bitte her? Die ganze Zeit guckt man, nichts sie passiert. Fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschützt die Gräfin um jeden Preis. Ruf mehr! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Das sind ich Ratten, du Idiot! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Ja, kommt! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind viel zu nah! Für die hellen Tage! Weiter! Es funktioniert! Es kommen noch mehr Ratten! Nein! Ja, mach! Ich fress dich auf! Er geht nicht durch, Amicia! Gut! Lass ihn! In dem Fall stehe ich voll auf ihrer Seite. Weiter so, Hugo, du hast es fast geschafft. Wir wollen Blut. Ja. Jetzt mach das hier endlich, Mann, damit ich die andere Seite machen kann. Ich will mehr Fleisch. Ja, mehr wisst ihr. Sie gehören dir, alle für dich. Halt, er verliert die Kontrolle. Das ist mir gerade egal. Oh, Ratten, 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 kommt doch! Wieso nimmt er das nicht an? Komm, komm, komm! Jetzt vergießen wir dein Blut! Nein, Emily! Doch! Es ist zu spät, Victor! Aber ich komme nicht ran! Schon gut! Jetzt, Hugo! Ich kann nicht! Wieso geht das nicht? Hallo? Och, komm! Hä? Wieso kann ich hier nichts anvisieren? Ich darf nichts machen. Was soll das? Soll ich jetzt warten, bis der Idiot da oben kommt, oder was? Der hängt aber irgendwie scheinbar fest, zum Glück. Ah, jetzt geht's. Eben stand ich auf die und davon nicht. Nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden, Herr! Es ist lass mich los! Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch! Herr! Ihr werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier. Oh nein, Hugo, nein, Hugo, nein,
Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Wenn er nicht so klein wäre, wäre es ja wirklich so ein kleiner Prachtkerl zum Verlieben, ne? Ich meine, er hat wirklich das Herz am richtigen Fleck. Der Lukas hieß er, glaube ich. Und es ist gut, wenn er mir den Weg zeigt, weil ich habe null Ahnung, wo ich hin muss. Ach so, stimmt. Ich habe ja immer noch den verletzten Arm. Oh. Okay. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Ich hätte jetzt erstmal ein bisschen abgetastet, wie das mit der Schulter ist. Auch gerade noch voll die Schmerzen, aber Hauptsache, sie kann den Arm wieder bewegen. Atme. Ich meine, ich bin ja kein Fachmann, aber ich würde jetzt erstmal so eine Schulter abtasten. Aha, die ist, keine Ahnung, nach oben ausgerenkt, nach unten ausgerenkt. Ich meine, er wusste ja gar nicht, dass er das nach oben machen musste. Wie kommen wir denn da rein? Ist wahrscheinlich abgeschlossen, ne? Doch. Wie immer. Ich denke, du gehst vor. Was geht denn jetzt ab hier? Komm ich da? Nee, schade. Na los. Ich habe wahrscheinlich immer noch nichts, ne? Alles wird helfen. Du brauchst es. Alles wird helfen, naja. Wir haben überhaupt gar keine Teile. Das heißt, wir können gar nichts machen. Oh, da hätten wir sogar genug rechts für, aber wir haben links die Teile nicht. Also bringt uns das gar nichts. Wir dürfen scheinbar auch wieder laufen, nur die Treppen nicht. Zumindest ein bisschen mehr dürfen. Es muss hier irgendwo rausgehen. Sag mal bitte, dass jetzt Ratten kommen. Eine Öffnung. Da kommen wir raus. Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Also, nein. Ich glaube, du hörst mich. Versperrt. Tut mir leid. Ich kann es von hier nicht bewegen. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Komm ich das da rüber? Zeichen der Makula.
Sieht eine größer mit aus. Einem Seil. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Aber in den einen Raum komme ich doch auch nicht rein. Normale Pupillen. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ich sehe so viele tolle Sachen, mit denen ich gerne was machen würde, ne? Da oben, aber der Karren. Ja. Das ist alles wunderbar, aber ich komme da ja nicht hin. Das ist das Problem. Und ich komme nicht. Also wenn ich durch die eine Tür hier vorne kommen würde, dann hätte ich wahrscheinlich keine Probleme mehr. Ich guck noch mal eben nach. Oder ist die jetzt eventuell offen, nachdem wir jetzt das andere gesehen haben? Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Können wir hier irgendwas explodieren lassen oder so? Ich weiß auch nicht, ob man die Türen vielleicht mit diesen... Habe ich da überhaupt was gefunden? Nee, ich habe gar keinen Krug mehr. Mit diesen Krügen öffnen kann. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Was ist das? 5 Stücke. Sehr schön. Das haben wir übersehen. Sehr gut, dass wir nochmal hier waren. Moment. Hä? Euer Ernst jetzt? Nein. Oh. Das hilft uns bei dem anderen zwar nicht weiter, aber wenigstens kommen wir hier dran. Okay, sehr gut. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Können wir die jetzt öffnen? Na, guck mal. Kleine Abkürzung. Okay, wo war jetzt... das war im nächsten Raum, ne? Oder? Ja. Gut, dann an die Arbeit. Ach so, das ist aber nur einmal von den anderen. Schade, das sind nur die Stücke von der rechten Seite. Können wir wieder nichts mitmachen. Schade, schade. Tja. Vielleicht kriege ich das Schloss mit der Schleuder auf. Das Schloss mit der... Hä? Ach so. Okay. Ah. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Das ist ein guter Hinweis, Amika. Hier. Danke. Weiter. Gut, dass du das gesagt hast. So, schauen wir mal. Was haben wir hier sonst noch? Da nichts mehr. Schwefel. Na los. Ach so, da muss ich das andersrum. Ja, ja. Okay. Schon verstanden. So ein bisschen ist jetzt ein Speed-mäßig. Halt durch. Wir haben jetzt auch noch mal so einen Du Karten. Musst durchhalten. So. Was ist mit dem? Kann man den frei im Raum? Ne, kann man nicht frei im Raum machen. Sind wir denn hier? So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich kann nicht. Komm, Mädel, steh auf. Es ist noch nicht vorbei. Sag ich doch, es ist noch nicht vorbei. Ach so, das ist eine Erinnerung. Ah, okay. Sehr geil. So, jetzt muss ich erstmal. Hier sind wir drin, genau. Wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Beweg einen Finger. Traumatherapie. Achtung da unten, ihr werdet erschlagen, wenn ihr euch nicht bewegt. Weg da. Gib Acht. Gib Acht und bleib mal. Nicht schlecht. Guck mal. Wir versuchen hochzuklettern.
Ich habe meinen Bruder gerade ermordet. Ja. Hallo? Geht's dir gut? Ja. Nein, ich habe gerade meinen Bruder ermordet. Ich habe ihm das Ding auf den Kopf geworfen. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock, wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Ach so, darum. Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Oh, fuck. Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn. Nein, genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Ja, damit würde ich sagen, willkommen zu Hugos persönlichen Trauma und willkommen in der Hölle, so wie es ja aussieht. Ja, ich weiß, wir sind immer noch mitten in der Folge, aber... Oh. Ich wollte gerade sagen, warum kommen die bitte so nah ran? Ist das alles voll, ja? Was ist das denn, was da unten drin ist? Hier ist so gar nichts, ne? Ach so, eine Fackel. Aha. Kannst du die jetzt auch mal nehmen? Danke. Ich wollte mir hier schon voll kompliziert den Weg freimachen. Guten Tag, Delia. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Hey, Vorsicht! Was ist los? Das habe ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht, da ist noch mehr. Ich sehe sie. Da auch. Vorsichtig. Das ist echt schlimm. Das ist echt eklig vor allen Dingen. Also noch nicht mal so die Leichen, sondern die ganze... Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Die ganze Sache mit den Ratten gerade. Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch!
Hier scheinen die Dinger nicht zu sein. Können wir nicht das ganze Spiel einfach so machen, dass ich mir, dass ich mir eine Fackel schnappe und einfach überall durchlaufe? Lukas, da, da vorne ist was. Ich sehe es. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas. Los! Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! No, nimm bloß nicht die Fackel mit. Bleib dicht an der Wand. Sagt mir, wohin. Ich hasse diese Laufsequenz. Nein, nicht schon wieder zurück. Oh nein. Nicht zurückschauen. Rennt! Ja, ich will auch nicht zurückschauen, aber das ist so eine scheiß Perspektive. Runter, schnell runter! Oh, das ist übel. Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen. Los, rennt so schnell ihr könnt! Was ja nicht besonders schnell ist. Aber kann ich verstehen. Ich meine, die warten hier über Leichen. Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Atmen! Atmen! Hugo? Hugo? Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Ja, das müssen wir, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.